Wenn Sie bei uns einsteigen, dann fahren Sie eines der grössten Fahrzeuge in der Stadt Zürich. Ihr Arbeitsplatz ist hier oben. Sie haben den Überblick, Sie tragen aber auch eine grosse Verantwortung. Sie fahren im dichten Verkehr. In unserem Team arbeiten 600 Kolleginnen und Kollegen. Ihr Arbeitsplatz wird in einem von diesen 5 Betriebshöfen sein, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Dort treffen Sie auch Ihre Gruppenleiterin oder Ihren Gruppenleiter. Das sind Ihre direkten Vorgesetzten. Ich bin so ein Gruppenleiter und fahre seit 26 Jahren Tram. In dieser Zeit ist der Verkehr in der Stadt Zürich deutlich anspruchsvoller geworden. Wenn wir mit dem Tram unterwegs sind, verhindern wir mehrmals täglich Unfälle, weil Fußgänger, Autofahrer oder auch Velofahrer abgelenkt sind und das Tram einfach nicht wahrnehmen. Besonders heikel sind zum Beispiel Fußgänger mit Kopfhörer im Ohr oder auch Autofahrer, die ihr Handy bedienen werden fahren. Da sind wir gefordert, frühzeitig zu bremsen, damit auch niemand umgeht im Fahrzeug. Wenn Sie für uns fahren, arbeiten Sie im Schichtdienst, was bedeutet, dass Sie auch sehr viel unter der Woche frei haben und dafür Samstag, Sonntag arbeiten. Für unsere Kunden sind wir von morgen um 5 Uhr bis nachts um 1 Uhr auf der Schiene und das ganze 365 Tage im Jahr. Und manchmal machen wir auch durch, wenn es Zürichfest ist oder auch an einem Silvester. Wie Sie arbeiten, wie Sie frei haben, was Sie für Dienste haben, ist im Schichtdienst ganz ein wichtiges Thema. Wir sind jetzt dran, ein neues System einzuführen, das heisst individuelle Dienstplanung. Bei diesem System können unsere Mitarbeitenden selber wählen, an welchen Tag das möchte, frei haben und auch was für Dienste möchten haben. Gute Arbeitsbedingungen sind für uns wichtig. Das bedeutet, dass wir auch auf Ihren Arbeitsplatz besonders schauen. Das heisst, Sie haben einen guten Sitz dort und Sie arbeiten auch in einem klimatisierten Fahrzeug. Ich bin auch Gruppenleiterin und fahre zwischendurch selber Tram. Mich fasziniert es, was wir für verschiedene Fahrgäste haben. Und es ist schön, dass man Ihnen bei den kleineren oder grösseren Sorgen helfen kann. Wenn zum Beispiel ein kleines Mädchen seinen Teddybär verloren hat und man den wieder findet. Und wenn jemand ein grosses Problem hat, dann sind wir auf Unterstützung von Schutz und Rettung oder von der Polizei angewiesen. Wenn jemand mit dem Rollstuhl kommt, dann nehmen wir im Cobra Tram die Rampe, klappen die aus und dann kann der Fahrgast besser rein und raus mit seinem Rollstuhl. Häufig geben wir auch Auskunft. Die Leute können fragen, wie man ins Kunsthaus kommt oder welches Tram ins Riemlispital rauffährt. Und bei Unregelmäßigkeiten oder Störungen oder Baustellen machen wir Durchsagen. Erkennen tut man so außerhalb des Tram an der Uniform. Wir sind die Visitenkarte der VBZ. Das verpflichtet, aber es nimmt mir auch Kleidersorgen, weil jeden Morgen weiss, was ich anlegen soll. Unsere Wagenführerinnen und Wagenführer treten offen auf und das ist wichtig gegenüber unserer Kundschaft. Und in dem Sinne möchten wir ein Vorbild sein. Darum sehen Sie, wir haben transparente Türen. Wir sind offen, wir möchten für Sie da sein. Das heisst auch, wenn Sie mal in einer schwierigeren Situation sind, möchten wir Sie gerne unterstützen. Wir sind ein grosses Team. Wir pflegen aber eine gute Atmosphäre und sind fast wie eine grosse Familie. Stoßen Sie zu uns als neue Tramführerin oder als Tramführer.